Die Kurstadt Bad Vöslau steht auf drei wichtigen Säulen. W wie Wald, W wie Wein. Und W wie Wasser. Alle drei Begriffe haben eine jahrhundertealte Tradition, auf der das Image der Kurstadt aufgebaut ist. Bad Vöslau, hier Luftaufnahmen rund um das Wahrzeichen Harzberg, besitzt knapp 500 Hektar Erholungswald. Von der Gesamtfläche von Bad Vöslau, Gainfall und Großau sind knapp 60% Waldkultur, das ist österreichweit über dem Durchschnitt. Damit ist der Wald, der von der Schwarzföhre dominiert wird, das wichtigste gestaltende Element der Kurstadt, wesentlicher Bestandteil der Erholungslandschaft und der Wald sorgt auch für reine und gesunde Luft. Gemeinsam mit der im Wald lebenden Tierwelt erzeugt der Wald damit auch ein funktionierendes Ökosystem. Ich wurde damals im Jahre 1985 von dem damals neu gewählten Bürgermeister Alfred Flammer gebeten, die forstliche Betreuung des Waldes der Stadtgemeinde Bad Vöslau zu übernehmen. Damals betrug die Waldfläche 166,5 Hektar, also relativ klein. Und im Zuge meiner Tätigkeit und meiner Beratung des Gemeinderates und des Bürgermeisters wurden in insgesamt 31 Jahren, in der Zeit, in der ich die Stadtgemeinde Bad Vöslau forstlich betreute, die Waldfläche bis auf nahe 500 Hektar aufgestockt. Und das war auch der Grund, warum wir vor 25 Jahren hier im Stadtgebiet den sogenannten Waldlehrpfad angelegt haben, um der Bevölkerung zu zeigen, wie viel verschiedene Pflanzen hier wachsen, also Bäume und Sträucher und auch natürlich auch Pflanzen. Ja, der Waldlehrpfad ist circa 3,5 Kilometer lang und ist ein Rundweg, wo 15 Stationen mit den wichtigsten Eigenschaften, die Wald hat, vorwiegend seine Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktionen jeweils aufgezählt sind. Erwähnenswert ist vor allem, dass hier keine wirtschaftlichen Ziele verfolgt werden, sondern dass der Wald der Stadtgemeinde höchste Priorität die als Erholungswald zu nutzen ist, Wohlfahrts- und Erholungswald. Wir haben immer Bedacht genommen, die Gestaltung des Waldes und auch die Bewirtschaftung entsprechend so zu richten, dass dieser Faktor besonders beachtet wird. Die Stadtgemeinde beschäftigt drei Forstarbeiter, wobei zwei Forstfacharbeiter sind, die ich entsprechend auch ausgebildet habe dazu und die auch weitgehend, nicht immer, es gibt andere Tätigkeiten, wo sie auch, aber sie sind spezialisiert auf die Holznutzung und auf die Aufgaben, wieder Wald aufzubauen, sprich Aufforstungen zu machen, Kulturpflege, das ist alles notwendig, um einen gesunden Wald hervorzubringen. Erwähnenswert ist auch noch, dass der Föhrenwald, also der Schwarzkiefernwald, durch den Harzreichtum die Luft mit Harz auch anreichert. Und wenn man an sonnigen Tagen beispielsweise am Sonnenweg geht oder überhaupt dort, wo die Sonne hineinscheint, spazieren geht, dann merkt man, riecht man das Harz oder die harzreiche Luft. Von den behandelten Ärzten empfohlen, die durch das Spazierengehen im Föhrenwald und das Einatmen dieser durch Harz angereicherten Luft einen Beitrag zur Gesundung zu leisten.